Didum. Oh, hallo. Wer bist du denn? Und wer bist du da unten? Komm mal hoch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kekse. Nein, nicht Kekse. Zu einer neuen Folge von Kekse. Nein, von Handpuppen unter der Lupe. Oh, jetzt habe ich mich verhaspelt wegen dir. Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Krümelmonster von der Firma Living Puppets. Das Krümelmonster ist, wie soll ich sagen, es ist eine exklusive Serie, die für die Firma Living Puppets bzw. Mattis Spielprodukte eine exklusive Lizenz erworben hat. Was das Besondere an den Keksen, an dem Krümelmonster ist, das möchte ich jetzt einmal etwas genauer mit dir betrachten. Viel Spaß! Kekse. Hast du Kekse für mich? Ich will Kekse. Nein. No. Kommen wir als erstes zu dem Gesicht von unserem Krümelmonster. Das Krümelmonster hat ein sehr markantes, großes Klappmaul, wo es die Kekse verschlingt. Das hat hier kein Tunnel, der halt in das Klappmaul bzw. in den Zugang von dem Klappmaul führt. Das heißt, es ist nur einseitig bespielbar von der Rückseite, nämlich Zähne gibt es keine, es gibt auch keine Zunge, so wie das auch im Original ist. Bei den Augen ist es so, das ist hier ein schwarzer Filz, die sind hier schon etwas abgenutzt, dadurch, dass die Handpuppe eine gebrauchte Handpuppe ist. Das Original-Krümelmonster hat übrigens auch Wackelaugen. Da gibt es einen sehr interessanten Beitrag bei uns im Handpuppenforum. Schaut doch einfach mal da vorbei. Da ist nämlich dann erklärt, wie man selber Wackelaugen macht. Adam Krutinger, der hat mal ein Video dazu rausgebracht. Also einfach mal da ins Handpuppenforum reinklicken und diesen Beitrag raussuchen. Ich kann ihn auch gerne verlinken unter diesem Video. Also wie gesagt, normalerweise hat das Krümelmonster ein Wackelauge. Ich weiß jetzt leider nicht, welches das ist. Ich meine, es wäre das rechte, also in dem Fall dieses hier. Kann mich aber auch gut täuschen. Was man auch sehr gut sehen kann übrigens, ist, dass die Augen wirklich abstehen. Wie das halt bei dem Original-Krümelmonster auch der Fall ist. Es sind halt wirklich Augen wie ein Ball. Die beiden Augenkugeln selber sind auch hier aneinander genäht, das heißt, man kann die nicht irgendwie auseinander frickeln. Finde ich ganz gut gemacht, weil so läuft man nicht Gefahr, dass es halt über die Zeit dann halt irgendwie ausleiert und eventuell sogar abreißt. Also wie gesagt, ich finde das gut gemacht. Man sieht zwar hier oben eine kleine Naht, aber die fällt eigentlich auch kaum auf. Die Hände, das Ganze ist ziemlich groß, das Krümelmonster. Die Hände sind, wie gesagt, bespielbar. Man gelangt in die Hände halt an der Seite der Handpuppe. Das heißt, man würde auch die Hand des Puppenspielers würde man sehen. Da empfehle ich dir, wenn du wirklich Wert auf Unauffälligkeit legst, dass du dir vielleicht schwarze Stulpen überziehst oder halt generell ein schwarzes Longsleeve nimmst bzw. einen langärmeligen Pullover in Schwarz. Aber das ist nur eine Empfehlung. Das ist natürlich kein Muss. Beide Hände sind bespielbar, rechte und linke Hand. Zu dem Innenmaterial von den Händen ist auch noch zu sagen, es fühlt sich innen drinne auch sehr samtig schön an. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch dann gut in Schwitzen gerät. Finde ich ein sehr gutes Innenmaterial, aber trotzdem, trotz dass man da wahrscheinlich sehr, sehr schnell schwitzen wird, finde ich gut gewählt. Das Einzige, was ich gerade merke, ist, ich spüre ungefähr in diesem Bereich auf meiner Handinnenfläche. Das heißt, hier in diesem Bereich spüre ich eine Naht. Da hätte ich es noch schöner gefunden, wenn man es irgendwie anders hinbekommen hätte. Aber es liegt einfach an dem Schnitt des Ganzen. Es ist dann auch ein Übergang von diesem, man sieht dann hier ein bisschen den samtigen Stoff, zu halt diesem Zottelplüsch. Und da hört dann im Prinzip dieser Übergang im Prinzip auf von diesem samtigen Stoff. Finde ich es aber trotzdem gut gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Toll gemacht. Ach so, 5 Finger haben wir. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt natürlich auch Monster, die haben dann irgendwie nur 3 Finger vielleicht oder 4. Ja, hier sind es 5 Finger. Wenn wir uns den Bauch anschauen von dem coolen Monster, dafür drehe ich es auch einmal auf die Seite. Es hat einen wirklich schönen Bauch. Wirklich ganz toll. Also, so wie es sich halt für ein Krümelmonster gehört. Finde ich sehr gut gelungen. Der Schnitt sitzt einfach perfekt. Dann die Füße, die sind auch etwas klobig. Das originale Krümelmonster hat ja keine Füße, dadurch, dass es halt auch ein Stage-Puppet ist. Finde ich, sind auch sehr gut gelungen. Die Fußsohlen sind hier nicht vorhanden. Hier ist auch Fell zu sehen. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass es wirklich schwarzer Filz oder ein ähnliches Material ist, was sich noch mal ein bisschen abhebt. Ja, schauen wir uns mal die Rückseite an und wo man nämlich in das Klappmaul reinkommt. Das ist nämlich hier am Hinterkopf. So, da ist das Innenmaterial, ist es auch so eine Art, wie soll ich das beschreiben, so ein kuscheliger, schöner Stoff. Es ist kein Handtuchstoff, sage ich mal. Es fühlt sich samtig an. Entschuldigung. Und ja, das Klappmaul ist gut bespielbar, auch für große Hände. Kommt man da gut rein und dann kann man das Klappmaul wunderbar bedienen. Es ist übrigens ziemlich groß, wie ich finde, das Klappmaul. Ja, und Grümmel kriegt übrigens auch den Mund sehr weit auf. Braucht er ja auch für seine vielen Kekse, die er so gerne isst. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zunge ist nicht mit bei, von daher ist das eigentlich nicht erwähnenswert. Wir können nochmal hier so ein bisschen einen genaueren Blick rein erhaschen, wie das Klappmaul aufgebaut ist. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe, die liebe Steffi von Steffis bunte Welt wird mir nicht den Kopf abreißen, wenn ich das einmal etwas genauer zeige und das hier auch ein bisschen strecke. Das ist, wie gesagt, ist da hier auch so eine Art Filzlage drauf gemacht. Die ist allerdings nicht richtig am dem Klappmaul festgeklebt. Ich finde, es ist immer ein bisschen nachteilig, weil mit der Zeit scheuert das halt durch die viele Bewegungen dieses Klappmauls, die man halt durchführt, und man rutscht automatisch auch ein bisschen auf der Oberfläche halt hin und her. Ja, ansonsten war es das eigentlich gewesen zu dem Krümelmonster. Ich würde jetzt noch ein paar Detailfotos im Anhang beischieben. Viel Spaß! Abschließend muss ich sagen, mir gefällt Kekse, Krümelmonster ganz gut. Was ich ein bisschen schöner gefunden hätte, ist, dass man näher an die Originalfarbe rangekommen wäre. Also jedenfalls ist es so mein Eindruck, dass es nicht die Originalfarbe ist von dem Fell. Ansonsten finde ich ihn sehr gut gelungen. Was mir auch gefällt, ist halt, dass das Krümelmonster auch Beine hat, was ja die Original Stage Puppet nicht hat. Das ist ja eine reine Bühnenhandpuppe, wo man keine unteren Gliedmaßen braucht. Die Hände sind bespielbar, das finde ich auch sehr gut. Das ist halt nicht so wie beim Original, dass dann halt einfach nur zwei Stöcke dran sind, die man dann halt mit den Händen bedienen muss. Das gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Ja, ansonsten preislich liegt das Krümelmonster bei 80 Euro. Finde ich, ist es ein guter Preis. Man bekommt wieder einmal eine sehr wertige Handpuppe und vor allen Dingen eine sehr schöne Handpuppe, die von den Proportionen einfach auch toll gemacht ist. Ja, das war's. Ich danke dir fürs... Moment, wir haben ja noch das Maß vergessen. Wir haben ja ganz vergessen, wie hoch du bist. Du bist 65 cm hoch.
Ganz genau, also im Prinzip kann man das Gummimonster bei den 65er Handpuppen einordnen. Ja, aber jetzt haben wir es. Das ist eigentlich alles gewesen für heute. Ich danke dir fürs Reinklicken. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal reinklickst, wieder bei einer neuen Folge von Handpuppen unter der Lupe. Kekse! Nein, nicht Kekse unter der Lupe. Kekse! Oh. Bis dahin sage ich tschüss, alles Gute, dein Hannes.